Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zu einem neuen Video. Der Sascha hat uns über Facebook kontaktiert und hat uns Folgendes geschrieben. Hallo Pflegekanal-Team, ich befinde mich kurz vor dem Examen und ich habe Probleme mit der Biografie. Könnt ihr ein Video über dieses Thema machen? Natürlich Sascha, wir haben ein Video für dich vorbereitet und wir hoffen, dass wir mit diesem Video dir einige Fragen beantworten werden und dir die Vorbereitung für das Examen erleichtern werden. Also was die Biografie angeht, das Allerwichtigste sofort am Anfang. Der Unterschied zwischen dem Lebenslauf und der Biografie. Der Lebenslauf ist objektiv. Das heißt, wir sammeln Daten und Fakten, die von zum Beispiel Ärzten kommen, die aus Geburtsurkunden stammen. Deswegen heißt es auch objektive Daten, die überprüfbar sind. Der Betroffene gibt Auskunft über sein öffentliches Leben. Was für eine schulische Bildung hat er? Also was für eine Schule hat er besucht? Was für einen Beruf hat er gemacht? War er verheiratet? Hat er Kinder gehabt? Alles Daten, die überprüfbar sind. Also die Biografie ist das komplette Gegenteil vom Lebenslauf. Sie ist subjektiv. Das heißt, sie wird aus der Perspektive des Betroffenen erklärt. Sie basiert zwar auf den Daten aus dem Lebenslauf, aber da kommen noch die Gefühle und die Darstellung des Betroffenen dazu. Die Biografie ermöglicht einen Einblick in die Persönlichkeit des Betroffenen, wie er denkt, was er für Ansichten hat oder hatte, welche Vorstellungen hat er und was sehr wichtig ist, was fühlt er. Die Biografie besagt uns auch alles über die Bedürfnisse, Ängste, Hoffnungen des Betroffenen. Warum brauchen wir die Biografiearbeit? Als allererstes, damit wir die Einzigartigkeit des Betroffenen anerkennen. Damit wir bedürfnisorientiert und bewohnerorientiert arbeiten können. Damit wir personenzentriert arbeiten können, um die aktivierende Pflege anwenden zu können. Toleranz gegenüber Andersdenken, anderen Kulturen, anderen Religionen. Das Erwecken und Fördern von Ressourcen und Interessen des Betroffenen. Verbesserung der Lebensqualität ist auch sehr wichtig. Lebensfreude erwecken. Eine entspannte Situation allgemein zu schaffen und einen besseren Zugang zum Bewohner. Aufbau von Vertrauen und Beziehung darf man auf keinen Fall vergessen. Überwindung von Einsamkeit und Minderwertigkeit. Überwindung von schweren Situationen und was noch sehr wichtig ist, die Biografiearbeit dient als Ansatz für die Arbeit mit Menschen mit Demenz. Ich hoffe, dir persönlich, Sascha, haben wir mit dem Video geholfen und allen anderen natürlich auch. Wenn euch das Video gefällt, teilt es weiter auf Facebook, damit auch andere Nutzen davon haben. Schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal für immer neue Videos. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.